Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung der RCCO eSports Series. Nachdem wir in Sandford zu Gast gewesen sind, zuletzt in den Niederlanden, sind wir jetzt virtuell über den großen Teich geflogen. Wir sind zu Gast in Florida auf einer der US-amerikanischen Rennstrecken. Wer kennt sie nicht? Die 12 Stunden von Sebring oder die 1000 Kilometer. Und dort tragen wir heute bei der zweiten Veranstaltung am 8.2.2021 ja, die zweite Veranstaltung aus, ein Qualifying-Rennen über drei Runden und dann zwei Läufe über jeweils sechs Runden. Aber was wir für ein heißes Gerät dabei haben, wie der EX Hero ausschaut, das schauen wir uns jetzt erstmal an. EX0, a sustainable beast. Zero stands for zero emissions, which is important to us because we are racing for the climate. It's a lot of fun to drive, massive horsepower, four-wheel drive, very fast. Also, a big challenge, even for professional drivers. You can slide it and still be quick, and the races are hopefully extremely entertaining to watch. This is exactly what we are looking for. And you can try it out now on R-Factor 2. DTM-Champion von 2013 hat's gesagt, rattenscharfes Ding, 1000 Kilo, 1000 PS und das der Blick auf den Kalender nach Sandford. Sind wir jetzt in Sebring in Florida, bevor es dann nach Spanien, nach Portugal geht, nach Estoril, an die Westküste. Dann Berlin, die Formel-E-Strecke steht auf dem Programm und zu guter Letzt Round 5 an den Nürburgring, bevor es dann noch das Superfinale gibt. Wir haben heute neue Leute dabei, und zwar Manuel Wendel, der Rennleiter der RCCO World EX Meisterschaft, genauso wie Mike Rockenfeller, der Auftaktsieger. Das VIP-Auto zu unserer Veranstaltung heute ist pilotiert von Christian Löw, der für den AVD unterwegs ist. Das Branding habt ihr ja sicherlich noch im Kopf, sofern ihr dabei gewesen seid. Hier sehen wir den Renner von hinten und ich kann euch sagen, es ist richtig schwer, das Ding hier um die Ecken zu pudern. Ich habe das heute Mittag mal probiert, meine Location für diese Veranstaltung geändert. Ich bin zu Gast in Lengede im Hause Sellner. Jan und Mirko sitzen hier ein paar Meter von mir entfernt, natürlich im Sicherheitsabstand, in ihren Kisten. Ein Formelkönig dient als Sitzschale oder als Simrig, wenn man so will, für Jan. Und Mirko sitzt oben im Kart aufstempeln. Also die wissen, wie die Bodenwellen hier in Sebring sich im Auto anfühlen. Und wir bleiben erstmal bei Christian Löw. Tabellenführer, da haben wir Danny Wenzel dabei, während wir Herrn Löw gerade in der Mauer gesehen haben. Und Christian, Danny Wenzel hat sich bereits für das Superfinale am 10. Mai auf der Nürburgring Nordschleife qualifiziert. Dominik Heussen, der amtierende RCCO-Champion und Modellbaukünstler Michael Niemers ist dabei. Jens Wippermann, wie zuletzt auch, Agentur Punkt 1
und der Automobilentwicklungsingenieur Stefan Waschow ist mit am Start. Ja, und die Jungs laufen sich gerade warm und wir schauen vielleicht einfach mal auf die Startaufstellung, wie wir gleich reingehend ins Qualifikationsrennen in umgekehrter Reihenfolge zur Meisterschaft. Fangen wir mal oben an. Manuel Wendel, Bodo Krehling, dann zweite Reihe Björn Skotke, Scotty neben Thomas Vogt, dann Paul Wingens auf 5 vor Mirko Sellner, der oben in seinem Kart sitzt, der Sportcoach, der Sohnemann Jan auf der 7. Position vor Roland Zumsande, Redakteur aus Hamburg. Stefan Walter, der Softwareentwickler, den finden wir auf der 9 vor André Dietzel, dem Volkswagen Motorsport Kommunikationschef. Stefan Waschow auf der 11, dann Jens Wippermann, der Simracing-Pionier. Dominik Heusen auf der 13 vor Michael Niemers, der Berufsmodellbauer und der erste E-Sport-Champion. Danny Wenzel gerade gesehen, dann Christian Löw, unser Gaststarter für den AVD vor Mike Rockenfeller auf der 17. Starterfeld für dieses erste Qualifikationsrennen. Über 3 Runden auf dem Flugplatzkurs in Sebring. 17 Kurven sind angesetzt oder 3,74 Meilen, die 6,02 Kilometer entsprechen. Links im Bild sehen wir die holprige Piste, das ehemalige Airfield, auf dem Bomberpiloten am Ende des Zweiten Weltkriegs trainiert wurden. Aber die Verwendung als Rennstrecke gefällt mir persönlich deutlich besser. Die Autos haben wir schon angesprochen, richtig scharfe Dinger. Natürlich Zero Emission, Mike Rockenfeller hat es im Videoclip schon erklärt. Also batteriebetriebene Autos, alle 4 Räder angetrieben durch 2 Motoren. Einer auf der Hinter-, einer auf der Vorderachse. Und damit macht es richtig Laune, das Ding hier um die Kurven zu steuern. R-Factor 2, das ist eure Basis, wenn ihr selbst ins Lenkrad greifen wollt. Und ich kann euch nur sagen, viel Spaß. Wir schauen hier gerade schon mal über die Haube eines der Renner. Schnelle Strecke und sehr holprig. Wir haben mal die Bodenplatten gesehen, Betonplatten auf dem kompletten Untergrund. Und wir haben schon viele spektakuläre Trifftszenen in Sanford zuletzt gesehen. Vor gut 4 Wochen sind hier an Bord bei André Dietzel, dem Volkswagen Motorsport Kommunikationschef, der auch schon lange in der RCCO aktiv war, allerdings am Drücker. Und an dieser Stelle können wir auch mal sagen, Happy Birthday RCCO, die Racing Concept Car Organization, die Thomas Vogt vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben hat und die jetzt in die zweite Saison geht, hier im E-Sport. Das Rennauto exklusiv dafür entwickelt. Mike Rockenfeller hat da viel zu beigetragen. Den sehen wir hier auch, den Sieger aus Sanford, der in seinem schwarz-blauen Renner mit RCCO-Zeichen auf Haube und den Seiten aktiv ist. Und hier unser Gaststarter Christian Löw für den AVD startet aus der ersten Reihe. Hier sehen wir Thomas Vogt, den Speedpool-Gründer und den RCCO-Gründer. Momentan auf der 11. Position unterwegs. Die Startaufstellung im Übrigen erfolgt in umgekehrter Tabellenreihenfolge, so dass der Tabellenführer es am schwersten hat, einen der vorderen Startplätze zu ergattern für zumindest den ersten Lauf, der hier gefahren wird. Schöner Drift, den Thomas Vogt dahin legt. Wie gesagt, insgesamt 17 Kurven. Manuel Wendel im GetQ Racing Team, momentan auf der 12. Position unterwegs, der Mann mit der Startnummer 1. Schöner Hüpfer über die Curbs, ehemaliger Musiker, Moderator, Caster und leidenschaftlicher Simracer.
Zeit tickt runter. Die Autos stehen drin. Und wir warten. Wie es weitergeht. Alle sind bereit. Die ersten fahren schon wieder raus auf die Strecke. Aber bevor wir richtig ins Renngeschehen einsteigen, würde ich sagen, wir lassen uns erstmal die Strecke hier in Sebring erklären. Und wer eignet sich besser dafür als der Mann, der so viele Langstreckenrennen gefahren ist, damals für Audi, der Mann, der DTM-Champion ist und jetzt begnadeter E-Sportler. Das ist Mike Rockenfeller und der zeigt uns mal die Strecke hier in Sebring. Concrete patches, the car is jumping a lot, so it's very abrasive for the material, and that's why we also choose it back in the LMP days with Audi to always stay there after the race and just do another race the next day with the same car. Didn't touch it, and so we made a lot of mileage on this track, and we could prove that the car is reliable for Le Mans. That's also why I choose it here for our first onboard lap with the EX0 to show you the car, and I'm sure you guys can and will beat my time. I tried my best, and I think the easiest is if we just start the lap and I try to tell you a little bit about it and what I'm doing there. So we are on start finish now, going more than 300 kph already, slowing down the car for corner one, throwing it in, trying to get close to the wall. The exit is very, very bumpy, it's always pulling you out. Now braking for corner two, easy to lock the front and overshoot, was actually okay this lap. Here it's a nice combination, corner five is always critical, you try to enter too fast, you need to carry all the momentum now for this straight. And you see again, the speed is huge what we are doing here. Slowing down the car for corner seven, it's a bit bumpy, jumping around. Now the rear came around, but was okay and lost a tiny bit of time, so there's some time left for you guys. And now we go here on this flat out section. Braking for corner 10, car is moving around under braking, easy to overshoot again, try to stay inside, was okay. This one is almost flat, a double left-hander here. Now under braking for 13, the rear is a bit light, whoop, I missed the apex, again, not ideal. And now, flat out, going to this double left-hander, it's just about flat. And now we are slowing down again for 14, 15. It's always windy here in the real track, so here in the game it's actually okay. I got the apex and carry the momentum now onto the back straight. That was corner 16, and yeah, now you can breathe, you can relax a bit and focus for the braking for 17. 17, here we go. It's super bumpy on the entrance, but especially on the apex here under the bridge. One jump and then you can accelerate the car and you are out of the corner and already on start finish. And that was a lap at Sebring with the EX0. I hope you enjoyed it and have fun trying to beat it. Ein erneutes Dankeschön an den Auftaktsieger Mike Rockenfeller für die kurze Streckenvorstellung hier in Sebring. Also ihr habt's gehört, bumpy. Das heißt, es ist wellig ohne Ende. Und wir versuchen jetzt mal in die Startaufstellung reinzuschauen, mit der wir gleich ins erste Rennen starten. Rund 2 Minuten geht's dann los. Dass wir natürlich weiterhin die Augen auf Mike Rockenfeller haben. Schauen, ob er seine Scheitelpunkte diesmal besser erwischt. Na gut, das war es nicht unbedingt. Roland Zumsande, einer der drei TV-Racing-Piloten, hat da ganz klar die Ecke verpasst. Christian Löw ist da deutlich besser unterwegs. Entsprechend wurde gerade gelb gezeigt im ersten Sektor aufgrund des Ausrutschers von Zumsande. So, jetzt machen Sie alle bereit. Die Startaufstellung, die denken wir uns jetzt einfach. TV Racing auf der dritten Position, den können wir gut erkennen. Und Bodo Kreling,
Den finden wir auf der Pole Position vor Skotke, dann Vogt, Wingen, Sellner. Sellner auf 5 und 6, Familienpaar vor Walter Dietzel und Waschow, die Top 10. Drei Runden stehen auf der Uhr. Und jetzt warten wir nur noch auf die Flagge. Ab geht's! So, den ersten Ausfall haben wir schon zu verzeichnen, aber die beiden Gelben halten sich da vorne gut. Scott geführt dann den Puck in die erste Ecke rein. Ja, Kräling ist die Nummer 3. Scott gefolgt direkt dahinter. Kräling kann sich schon etwas absetzen. 8/10 vorn. Wingens auf der dritten Position. Und dahinter gibt es ordentlich Bewegung. Wippermann gewinnt, verliert. Jetzt ist er letzter im Feld, während Michael Niemers im Auto sitzt, das wir gerade in der Boxengasse gesehen haben. Haben wir Platz genommen bei Björn Skotke, dem Zweitplatzierten, der die eine Sekunde Vorsprung von Kräling hier zu pulverisieren versucht. Ja, und da wurde etwas anderes pulverisiert, nämlich die Rundenzeit. Da gab es ein etwas größeres Scharmützel im hinteren Bereich. Wippermann, einer der Leidtragenden davon, wie es ausschaut. Und Wingens greift an seinem Papageien knallebunten Renner, seinem EX-Zero, der alle Piloten im gleichen Auto unterwegs, macht er gerade richtig Druck auf Björn Skotke. Scotty, der Organisationschef der RCCO eSports Series, der hier sehr viel Engagement zeigt, nicht nur bei der Organisation, auch beim Training am Simulator. Und das Ergebnis sehen wir ganz klar. Da hinten einige neben der Strecke gewesen. Vorderen Mittelfeld. Ja, Christian Löw auf der 8. Position. Aktuell der rote AVD-Renner. Da hinten sehen wir ihn. Sehr enge Linie gefahren. Hat Wendel direkt vor sich. Manuel Wendel aktuell auf der 7. Position, die Startnummer 1. Drei Runden insgesamt. Erstmal zu gehen. Hier ist eine etwas größere Lücke reingerissen und Fahrfehler von Wingens. Rockenfeller hat da wohl etwas zu viel Druck von hinten gemacht. Setzt sich auch direkt durch auf die 3. Position. Damit der Wingens Paul auf der 4. Ein Platz vor André Dietzel, aber vor dem braucht er nicht allzu viel Angst zu haben. Wir sehen es links in der Grafik, rund 3 Sekunden. Der Abstand aber, tolle Bilder, die uns hier aus den fliegenden Kisten geliefert werden. Jan Sellner, bei dem nehmen wir gerade Platz. Finden wir auf der 13. Position. Ein Platz hinter Thomas Vogt. Wieder an Bord bei Mike Rockenfeller, der hier ordentlich Druck bekommt. Paul Wingens ist es nicht. Er rempelt sich vorbei an Björn Skotke, der damit nur noch auf der 3. Position ist. Bodo Kräling derweil an der Spitze, tobt er auf und davon. Beste Rundenzeit aktuell 1,42 hoch. Kräling 3 Sekunden weg, aber Rocky legt das Elektropedal auf den Fahrzeugboden, während es auch im hinteren Feld Gerangel gibt um die Plätze. Christian Löw vorbei an Manuel Wendel, damit der 8. Platz neu vergeben an den Kollegen, der seit 4 Jahren dabei ist beim Thema Simracing.
nehmen Platz bei der Startnummer 4 bei Björn Skotke, der Paul Wingens vor sich sieht, beziehungsweise das Heck erahnen kann. Abstand, knappe Sekunde aktuell. Das der führende Bodo Kreling, Motorsportfotograf aus Leidenschaft und aus Familientradition. Früher oft am Drücker der RCCO Slotcars gewesen und mittlerweile greift er auch ins Simracing-Lenkrad. Sandford hat er ausgelassen aufgrund eines beruflichen Einsatzes und jetzt zeigt er sein Talent hier ganz klar. Tobt da vorne weg und holt sich den Sieg vor Rockenfeller, vor Wingens, Dietzel, Skotke und Waschow. Ja, es kann sich durchaus sehen lassen, was Bodo Kreling da vorne abgezogen hat. Wenzel, den finden wir auf der 7. Dahinter der Gaststarter Löw auf der 8. Dann Walter Heusen, Wendel Vogt, Sellner Wippermann zum Sande sind außerhalb der Top 10. Genauso wie Mirko Sellner, der hier den ganzen Tag mit mir das Setup aufgebaut hat und überhaupt nicht zum Üben gekommen ist. Und das rächt sich jetzt entsprechend. Hier sehen wir das Ergebnis nochmal bunt auf schwarz oder weiß auf schwarz. Kreling der Sieger vor Rockenfeller und Wingens. Dietzel auf der 4. Das also die ersten beiden Reihen gleich für das Rennen hier in Sebring über 6 Runden. Scotty, Waschow teilen sich eine Reihe. Dahinter dann Wenzel, Löw, Walter und Heusen. Ja, das hat sich doch schon mal sehen lassen können, der Aufgalopp zum Rennen hier in Sebring. Das die zweite Seite mit Wendel und Vogt in der 6. Reihe, dann Sellner Wippermann, Roland Zumsande und Mirko Sellner, die sich die Reihe dahinter teilen. Und wenn nicht alles täuscht, das ist Niemers, den wir gleich vom letzten Startplatz aus hier begrüßen dürfen, während wir nach wie vor auf den Gaststarter, auf Christian Löw schauen. "35 Jahre ist er alt, Familie hat er auch und wie schon gesagt, seit 4 Jahren im Simracing mit dabei. Ende 2020 bei iRacing und Raceroom in verschiedenen Klassen am Start gewesen. Liebt Oldtimer-Rennen und jetzt ist er hier bei R-Faktor 2 dabei. Das die Außenbedingungen, 29 Grad in der Luft und auf der Strecke. Wetter schaut ganz gut aus, wie es ebenso in Florida üblich ist. Und damit sehen wir hier nochmal die Strecke in der Übersicht, die 17 Kurven auf 6,02 Kilometer. So, und während sich die Jungs hier einsortieren in ihren Autos auf der Strecke, schauen wir mal bei mir so ein bisschen in den Hintergrund. Ich kann euch hier was zeigen, dass der Formelkönig hier unten in dem Jan Sellner Platz nimmt und ja, das Auto, ein wirkliches Rennauto, so umgebaut, dass es eben hier mit R-Faktor 2 spielbar ist. Die Hinterachse ist beweglich von diesem Auto und das ist wirklich großartig. Da ist alles aus einem echten Formel-Auto eingebaut. Lenkrad, sogar eine Sitzschale ist drin, die man absaugen kann, damit die ja entsprechend passgenau am Körper liegt. Meine Herzfrequenz haben wir hier mal aufgezeigt. Also ihr könnt mal sehen, wenn meine Stimme nach oben geht, geht wahrscheinlich auch die Frequenz hoch. Gerade ganz entspannt mit ja, knapp 90. Was sehen wir noch? Natürlich hier das Bild, ein paar Telemetriedaten aus dem Formel König, aus dem EX0 von Jan Sellner. Ja, und damit ihr wisst, wo wir zu Gast sind, andere Richtung, haben wir hier nochmal das RCCO-Logo und die E-Sport-Serie mit eingeblendet. Also, das mein Kommandostand heute bei der zweiten Veranstaltung hier in Lengede zu Gast im Hause Jan und Mirko Sellner. Sehr gastfreundlich, die beiden, kann ich euch nur empfehlen. Kommt mal vorbei, wenn ihr ein Sportcoaching braucht. Auch das macht Papa und Sohn hier richtig, richtig gut. So, die Jungs
im Hintergrund Jan auf der Strecke gesehen und dann springen wir da auch. Die Autos hier schon wieder in Bewegung sind. Windschnittig und wirklich super großartig zu fahren. Gefühl wie ein Motorrad auf zwei Rädern, auf vier Rädern, allerdings Allrad getrieben. Das macht schon richtig, richtig Laune. So, Warmlaufen für das Rennen Nummer 1 heute. 6 Runden stehen jetzt anders als im Qualifikationsrennen auf dem Programm. Und die ersten Punkte werden vergeben. Danny Wenzel, der Diplom-Ingenieur für Volkswagen, ist der Tabellenführer. Michael Niemers, der Champion der letzten Saison auf der 2. Dann Dominik Heusen und Jens Wippermann. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir den Tabellenführer da weiter vorne haben nach dieser Veranstaltung. Das nochmal der Blick auf die Startaufstellung. Kräling, Rockenfeller in der ersten Reihe, dahinter Wingens und Dietzel. Und wir warten jetzt, bis die Flagge fällt. Dann geht's auf die Reise. 6 Runden stehen auf dem Programm. So, der Marshall hat fertig. Und damit geht's los. Kräling, Rockenfeller, das Startduell. Wer hat die Nase vorn in Kurve Nummer 1? Kräling mit der besseren Ausgangslage zieht er eng innen rein. Aber Rockenfeller auf der weiten äußeren Linie geht er vorbei. Der hat natürlich schon einige Tests hier, hat er vorhin auch gesagt, in diversen Audi-Langstreckenrennwagen absolviert. Auch im Rahmen der Langstreckenweltmeisterschaft hat er schon hier ins Lenkrad greifen dürfen. Das Bodo Kräling verwehrt geblieben bislang, stand zwar an der Strecke mit seiner langen Optik und hat Mike Rockenfeller fotografiert, aber jetzt muss er ihn einholen und der Abstand da vorne liegt schon bei rund einer Sekunde. Wingens auf der 3, dann Vascho, Scott, Getobmir durchs Bild, Walter Wendel vor Löw, Heusen und Sellner. Das die aktuellen Top 10. Und ja, die Nummer 15 ist der 18-jährige Sohn von Mirko, den wir hier momentan auf der 10. Position finden. Derweil springen wir mal kurz rein in einen der EX-Zero. Und Positionskämpfe überall auf der Strecke. Es geht richtig eng zur Sache. Die Curbs sind gefährlich. Da geht das Auto gerne mal weg. Und das der Kampf an der Spitze. Kräling duckt sich im Windschatten hinter dem führenden Mike Rockenfeller. Abstand nur noch 0,3 Sekunden. Der wird doch nicht auf der Bremse noch ein paar Meter näher. Schön zu sehen, wie das Auto ein- und ausfedert auf der welligen Strecke. Jetzt über Start und Ziel rein in die zweite Runde. Thomas Vogt steht unter Druck von Michael Niemers auf der 11. Position. Der Berufsmodellbauer trägt die Startnummer 19 und sagt: Thomas Vogt, du kommst niemals von mir ins Ziel. Nächste Kampfgruppe, beziehungsweise das ist die Frontkamera von Thomas Vogt und vor ihm tobt kein Geringerer als André Dietzel, der in diesem Jahr seinen Premierenstart in der E-Sport-Serie feiert. Dietzel auf der 9. Und Christian Löw. Gerade im Bild gesehen, den finden wir auf der 6. Position aktuell. Während wir bei Danny Wenzel Platz genommen haben. Jetzt Jan Sellner sehen, der Druck auf Michael Niemers macht unten. Rechts in der Grafik seht ihr jeweils die Kampfgruppen, die wir mit den Kameras verfolgen. Abstand gerade mal 0,4 Zehntel, Tendenz fallend, aktuell wieder steigend. Immer beim Anbremsen geht der Abstand runter, beim Rausbeschleunigen wird er wieder etwas größer. Und Wenzel ist dran auf der 13. Position. Ups.
ein Kollege neben der Strecke. Während wir jetzt auf Mike Rockenfeller, den Führenden, schauen. Vorher Scotty im Bild gehabt, die Startnummer 4. Der Abstand auf Kräling ist nach dieser Runde auf mittlerweile 1,5 Sekunden angewachsen. Während wir gerade in der dritten von 6 Runden unterwegs sind. Kontrolliert Mike Rockenfeller da vorne ganz klar diesen ersten von 2 Läufen. Scotty unter Druck von Löw, positioniert sich aber gut, schmeißt erstmal die Tür zu und vereitelt den Angriff. Nehmen wir Platz beim AVD-Gaststarter. Und er geht mit der Brechstange innen durch. Aber Scotty sagt, denkste. Und setzt sich wieder vor den Kollegen. Nächster Angriff. Ein mitgegeben auf die Hinterachse. Aber das war normaler Race-Incident. Er hat sich dabei eher selbst in den Fuß geschossen, als dass er Scotty geschadet hat. Der gewinnt gleich mal ein paar Wagenlängen Vorsprung. Rockenfeller mittlerweile fast 2 Sekunden weg. Aber aus dem Zweikampf wird gleich ein 3-, 4- oder 5-Kampf. Gott, er hat die Nase vorn, dahinter dann aber Löw, Walter und Dietzel auf der 8. Und auch Heusen hat noch so ein bisschen die Hände an der 5. Position. Aber dann kommt es zur Kollision und die beiden drehen sich da raus. Löw damit 2 Plätze verloren. Genauso wie ja, Thomas Vogt kommt angeflogen. Wenzel ist da, glaube ich, noch beteiligt gewesen. Und damit kämpfen die Jungs jetzt, die gerade um die 5. Position gekämpft haben, um Platz 8. Und Thomas Vogt kommt auf der Innenbahn, aber nicht richtig vorbei am AVD-Gaststarter. Erneuter Fehler. Ja, bist du einmal aus dem Tritt, dann folgt der nächste Fehler auf dem Fuße normalerweise. Runde 4 von 6. Löw durchgereicht auf die 11. Position. Aber wir schauen jetzt auf die Spitze, wo sich Paul Wingens gerade so ein bisschen allein auf weiter Flur befindet. Platz 3. Das ist die Kampfgruppe rund um die Positionen 8, 9, 10 und 11. Jan Sellner kämpft damit. Aber Danny Wenzel im blauen R-Renner auf Platz 8. Zumindest sind hier der Kampfgruppe die Nase vorn. Zwei Zehntel trennen die beiden beim Kampf um Platz 5 und 6. Scotty die Nase vor Dietzel. Dietzel im gleichen TV-Racing-Team unterwegs wie Thomas Vogt auch. Design ähnlich. Allerdings die orange Farben auf der Seite des Volkswagen Motorsport-Kommunikationschefs. Und der geht vorbei. Rein in die letzte Runde. Verbessert sich um eine Position. Tolles Ding. Der hat Danny Wenzel hinter sich gelassen. Das Rockenfeller, der Führende, der mittlerweile 4 Sekunden Vorsprung hat auf Bodo Kräling im vorletzten Umlauf. Thomas Vogt steht unter Druck von Christian Löw. Und auch Scotty mischt da hinten mit. Nämlich genau eine Position dahinter im gelben Renner mit der Nummer 4. Versucht sich vor Walter und Jan Sellner zu halten. Vogt gegen Löw, tolles Duell. Aber aus der Schikane raus behält Löw erstmal die Nase vorn. Danny Wenzel eine Position vor den beiden mit Sicherheitsabstand nach hinten.
Also dem kann da so schnell nichts passieren, zumindest nicht, solange sich die beiden in Zweikämpfen verlustieren. An der Spitze Rockefeller jetzt über 5 Sekunden, zumindest kurzzeitig weg gewesen vom Rest der Welt. Tolles Ding, was der DTM-Champion von 2013 hier zeigt. Damit geht's rein in den letzten Umlauf. Zum letzten Mal um die 17 Kurven auf 6 Kilometern. In der Mitte Floridas, beziehungsweise südöstlich von Sebring. Eine der ältesten Rennstrecken, die es in den USA gibt, die durchgängig bespielt wurden. Während wir hier Wendel sehen, der einen Platz an Michael Niemers verliert. Niemers hier auch nicht ganz auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit, zumindest nicht im ersten Lauf. Da haben wir einiges anderes gesehen im letzten Jahr, als er sich zum ersten Champion der RCCO eSports Serie hat krönen lassen dürfen. So, dann gehen wir gleich zum letzten Mal auf die Gegengerade, während ihr natürlich jederzeit auf unsere Social-Media-Kanäle schauen dürft. Hashtag RCCO eSport und Hashtag Vision RCCO. Und natürlich auch die Website mit aktuellen Informationen rcco.ag. Und wir springen in den EX-Zero des führenden Mike Rockefeller, der sich nach dem Erfolg in Sanford erneut den Sieg sichert. Rennen 1, das dritte im Kalender, Rennen 1 hier in Sebring, entscheidet er ganz klar für sich vor der Motorsport-Fotografen-Ikone Bodo Krehling. Auch richtig gut im Simrig, zweiter Platz für ihn. Dahinter dann Paul Wingens, Wascho, Dietzel, Heusen, Wenzel, Löw, Vogt und Scotty in den Top 10. Hier kommen sie über die Linie und das war dann auch schon der erste von zwei Läufen hier in Sebring. Das Ergebnis nochmal, Rockefeller vor Krehling, dann Wingens vor Wascho, Dietzel, Heusen auf den Plätzen 5 und 6, Wenzel, Löw, Vogt und Skotke in den Top 10. Weiter geht's auf der zweiten Seite mit Wippermann, mit Jan Sellner, mit Michael Niemers, Manuel Wendel, Stefan Walter und Roland Zumsande auf der 16. Position. Mirko Sellner vermissen wir jetzt so ein bisschen auf der Übersicht, aber der wird gleich im zweiten Rennen wieder mit dabei sein. Auslaufrunde auch für Thomas Vogt hier im TV Racing EX-Zero. Wirklich rattenscharfes Gerät. R-Faktor 2 für alle, die es vorher nicht gehört haben, das euer Spiel zum Glück. Da ist der EX-Zero für jeden fahrbar. Könnt ihr das Ganze mal erfühlen, wie sich 1000 PS auf allen vier Rädern bei 1000 Kilo Lebendgewicht des Fahrzeugs anfühlen. Ich kann euch nur sagen, also ich habe gehörig lange gebraucht, um das Ding erstmal für eine Runde auf der Strecke halten zu können. Also man muss da wirklich ordentlich üben, wenn man da schnell sein will und mit diesen Profis da mithalten können will. Aber Mike Rockefeller, der hat im Winter viel geübt, hat er uns in Sanford ins Mikrofon diktiert. Und auch alle anderen haben ja die ein oder anderen zig Stunden im Simulator gesessen und die Strecke, die Strecken des Kalenders kennengelernt und natürlich auch den EX-Zero, um damit richtig schnelle Rundenzeiten fahren zu können. Das Auto neigt gerne dazu, auszubrechen und dann sehen wir diese großartigen Drifts, während wir hier nochmal reinspringen in den TV-Racing-Boliden von Thomas Vogt, der Gründer von Speedpool, der Gründer der RCCO und mit Mike Rockefeller und auch mit Jörg Walz, der Gründer der RCCO eSports Series. Das war also der erste Lauf hier in Florida, in Sebring. Und wir schauen nochmal auf das Layout. Temperatur hat sich nicht geändert. Weitere angenehme 30 Grad. Und gleich gehen wir dann rein ins zweite Rennen. Im Hintergrund macht sich auch Jan Sellner bereit, hier
sehen wir ihn, hat seine Eye-Tracking-Brille auf, sitzt vor einer 360-Grad-Leinwand, die von drei Beamern bespielt wird. Und ja, kann sogar seine Rückspiegel nutzen und sieht im Hintergrund dann die auflaufenden Fahrzeuge. Also wirklich toll. 100 Bar der Bremsdruck, also wenn der aussteigt, weiß er, was er geleistet hat, auch wenn es nur 2x6 Runden plus das Qualifying-Rennen sind. Der Junge mit seinen 18 wird nachher gehörig schwitzend aus dem Simulator kommen. Also man macht sich bereit für den zweiten Lauf. Und ich sehe hier nebendran auf meiner Kamera kurz den Blick nach oben. Da steht das Kart von Mirko Sellner, der ja das Ding auf Stempel gestellt hat. Und das Ding bewegt sich auch entsprechend der Bodenwellen hier in Sebring. Die Autos sehen wir hier auf der Strecke, aber bei Mirko scheint es momentan noch nicht weiter zu gehen. Der sitzt da noch ganz entspannt im Kart. Aber dafür sehen wir schon wieder das ein oder andere Auto auf der Strecke. Man macht sich bereit für den zweiten von zwei Läufen hier in Florida. Tolles Design. Die Fahrzeugabstimmung im Übrigen von Mike Rockenfeller rausgefahren, entwickelt. Und das Setup wird dann an alle Teilnehmer der RCCO eSports Series weitergegeben. Ja, und dann können sie sich versuchen, in diesem Beast. Und das Ganze, wir haben ja vorhin schon mal kurz auf den Kalender geschaut, geht dann weiter am 8.3. in Estoril in Portugal, bevor es am 19.4. dann nach Berlin auf das Tempelhofer Feld geht, beziehungsweise auf das Vorfeld des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof, wo ebenfalls auf Betonplatten die Formel-E-Strecke aufgebaut ist und nur auf die Simracer wartet. Das große Finale dann, Nürburgring Grand Prix-Strecke plus Superfinale auf der Nordschleife. Das Ganze findet am 10.5. statt. Also tolle Saison, die wir da sehen. Und im Übrigen, in knapp einem Monat geht es mit der World EX los an gleicher Stelle hier in Florida. Auch unbedingt einschalten, unbedingt reinklicken. Seid mit dabei, wenn die Weltmeisterschaft, wenn man so will, zusammen mit Romain Grosjean unter anderem im Simrig an den Start geht. Ja, paar Leute auf Abwägen. Die Rasenmäher des grünen Rasens hier in Sebring. So, und damit warten wir jetzt auf die Startaufstellung. Hier das Ganze in umgekehrter Reihenfolge geht es an den Start. Und jetzt haben sich auch alle Jungs bereit gemacht. 6 Runden stehen erneut auf dem Programm. Wie gesagt, umgekehrte Reihenfolge im Vergleich zum Rennergebnis Lauf Nummer 1 mit Sellner zum Sande in der ersten Reihe. Dahinter Walter Wendel, Niemas Sellner auf Platz 5 und 6. Dann Wippermanns Gottke, 7 und 8, Vogt und Löw. Und ab geht's. Sellner kommt super weg, aber wie schon gesagt, so richtig viel zum Üben kam der Sportcoach aus Längede nicht, hält sich aber wacker hier in Kurve Nummer 1. Hält sich Walter vom Hals. Seiner Startnummer 37. Und Mirko kommt da vorne richtig gut zurecht. Manuel Wendel aktuell auf Platz 2. TV Racing in Problemen. Thomas Vogt ist das, der hier durchgereicht wird und dann auch noch in die Mauer einschlägt. Das ist natürlich bitter. Vorher war der Kollege richtig gut dabei. Aber was soll's, kann eben passieren. Er findet sich ganz schnell auf der 17. und letzten Position wieder. Hier sehen wir ihn, macht Jagd auf unseren AVD-Gaststarter. Allerdings außer Konkurrenz, die beiden rund 4 Sekunden von Bodo Kräling weg. Während hier
Ja, an der Spitze die Plätze gehörig getauscht werden. Walter jetzt der neue Führende. Vor Wendel Niemas Rockenfeller schon auf die 4 nach vorne gefahren. Start Nummer 8. Ja, und das nächste Kleinholz. In dem Fall Bodo Kräling, die Start Nummer 3, den wir hier kurz im Gras gesehen haben. Wenn wir reingehen in die zweite von 6 Runden. Walter an der Spitze. Dahinter ist es eng mit Wendel und Niemas auf 2 und 3 vor Rockenfeller, der aber ja, gute 2,5 Sekunden weg ist. Setzen wir uns rein bei Michael Niemas, dem Drittplatzierten. Knapp 3 Zehntel, 2 Zehntel beim Anbremsen auf Manuel Wendel. Den ihr im Übrigen als Rennleiter bei der RCCO World EX Meisterschaft kennenlernen könnt. Ich habe es ja schon gesagt, Ende März dann der Auftakt in diese Serie. Alle Infos dazu auf rcco.ag. Skotke gegen Wenzel, beziehungsweise vor Wenzel. Danny versucht's, während das der Angriff an der Spitze ist. Ganz vorne tobt Walter und dahinter hat sich Michael Niemas gerade die 2. Position von Manuel Wendel geschnappt. Steffen Walter, Softwareentwickler und IT-Consultant. Gran Turismo eingestiegen und dann Grand Prix 3. Also auch einer der Pioniere des E-Sports. Und seit Frühjahr 2020, seit dem letzten Jahr, ist er wieder voll dabei. Jede Woche sitzt er mindestens ein paar Stunden im Rig. Und das Ergebnis sehen wir hier. Aktueller Vorsprung knapp 9 Zehntel Sekunden auf Michael Niemas. Der jetzt aber in großen Schritten rankommt. Während Mike Rockenfeller sich auf Platz 4 aktuell etwas schwer tut. Mit dem Führenden, beziehungsweise mit dem Mann mit der Nummer 1 mithalten zu können. Oder überhaupt dran vorbeikommen zu können. Denkst du, da schlüpft er einfach durch, verbessert sich auf Platz 3. Weil Wendel nach Fehler einfach nach hinten durchrutscht. Überall immer wieder Staubentwicklungen neben der Strecke im Sand mit 2, mit 4 Rädern. Und da ist die Kampfgruppe rund um Skotke, Kräling und Wingens in Yellow, in Gelb. Alle 3 unterwegs. Allerdings jetzt dann der Angriff von der Angriff selbst vereitelt. Ich hätte gedacht, das war Björn Skotke, die Startnummer 4. Konnte die aber nicht genau erkennen. In jedem Fall, den haben wir jetzt richtig hart in der Mauer gesehen. Kämpfe überall im Feld, nicht nur an der Spitze, auch auf den Plätzen 6 und 7. Weiteres TV-Racing-Auto mit Dietzel hier am Start. Der Jagd auf Nick Dom, Dominik Heusen in Grün. Auf Platz 6. Und Dietzel beißt sich da momentan etwas die Zähne aus. In der 4. von 6 Runden. Rockenfeller hinter Walter und Niemas an der Spitze. Platz 3 aktuell, aber da vorne schiebt es sich gehörig eng zusammen. Jan Sellner
aktuell auf der vierten Position, 4 Sekunden zurück, eine Riesenlücke auf die Top 3. Rockefeller, saubere innere enge Linie. So machst du natürlich ganz einfach und locker Boden gut. In dem Fall auf Michael Niemers. Ja, jetzt so ein bisschen mit stumpfen Waffen kämpft, wenn Rockefeller nämlich aus dem Windschatten rauszieht, innere Linie und sich nach vorne auf die 2 verbessert. Tolles Manöver von Rocky, kriegt da gleich nochmal eine mit von hinten. Das bringt ihn ein bisschen aus der Taktung und damit drückt sich Niemers wieder vorbei und positioniert sich, wichtig, vor Rockefeller und zwar rechts außen. Die nächste Kurve geht nach links, Kurve Nummer 1. Dann leichte Biegung hier hoch, bevor es mit dem Geschlängel losgeht. Kurve 3 und 4, Rocky geht innen rein, kennt die Strecke wie seine Westentasche. Raus aus der 5 rein in Big Bend. Die Kurve Nummer 6, die leicht nach rechts geht. Und dann hartes Anbremsen auf die Hairpin. Das ist der Blick nochmal auf Start und Ziel. Mirko Sellner auf Platz 16 gegen den 15-platzierten Manuel Wendel. Das ist erneut der Blick auf die Spitze mit Rockefeller auf Platz 2. 3/10 der Abstand auf den Führenden noch. Niemers hält gut mit. Halbe Sekunde ist er momentan hinter Rocky. 7/10. Rocky orientiert sich ganz klar nach vorn. Will sich nach dem Sieg und der massiven Aufholjagd hier im zweiten Rennen von ganz hinten nach momentan ganz vorn, ja fast ganz vorn wollte ich sagen, aber da ist er schon vorbeigegangen, etwas außerhalb der Kameras. Damit haben wir jetzt einen neuen Führenden, den Sieger aus dem ersten Lauf, Mike Rockefeller, auch wieder ganz vorne. Leichter Einschlag da hinten von Herrn Walter. Steffen ist da eingeschlagen, kurz mit dem Heck hängen geblieben, dadurch erbt Michael Niemers Platz 2. Im gelben Sandwich ist Dominik Heussen unterwegs, Teamleiter bei Trivago, Software Engineer. Für Dominik Heussen ist Software Engineering und E-Sport Racing die perfekte Kombination, um richtig Gas geben zu können. Natürlich, der steckt da voll in seiner Materie. Hat aber jetzt den Mann mit der langen Optik im Rücken. Bodo Kräling. Hat zumindest kurz Druck gemacht. Während wir erneut auf den Führenden schauen. Rockefeller Vorsprung 1,3 Sekunden. Wenzel neben der Strecke. Schenkt seine Plätze her an Dietzel und auch an Bodo Kräling, den wir hier mit der Startnummer 3 verfolgen können. Wohnhaft in Winterberg spielt er gerade seine E-Racing E-Sport-Qualitäten aus. Den finden wir nach wie vor auf Platz 5. Das der Führende, das Mike Rockefeller, der auf dem besten Wege dazu ist, beziehungsweise ja, sich den Sieg geholt hat. Bester Weg dazu, Tabellenführer zu sein. Kann er aber nicht als Gaststarter, kriegt er nämlich keine Punkte. Und das war nochmal schöne Slides und ja, ordentlich hin und her von Jens Wippermann, den wir am Ende auf Platz 9 im Ziel sehen. Rocky, Niemers, Walter, die Top 3. Dahinter Dominik Heussen auf der 4 vor Bodo Kräling, Jan Sellner, Christian Löw, Stefan Waschow auf der 8, dann Wippermann und Danny Wenzel. Das sind unsere Top 10. Warten wir kurz auf die zweite Seite. 7 Protagonisten fehlen uns nämlich noch.
mit Björn Skotke auf der 11 vor Thomas Vogt, André Dietzel auf der 13, dann zum Sande Mirko Sellner auf der 15 vor Manuel Wendel und Paul Wingens, der ein DNF hat. Also den finden wir genauso wie André Dietzel leider nicht im Ziel. Spannend, aufregend war's, das dritte und vierte Rennen bei der zweiten Veranstaltung hier in Sebring in Florida. Und wir springen erneut zurück über den virtuellen großen Teich, springen in die virtuellen Flieger rein, verschiffen die Autos in Richtung Estoril, in Richtung der Westküste von Portugal. Das Ganze dann am 8. März, wie gewohnt, 20 Uhr live auf Facebook. Und dann gibt es noch am 19. April die vierte Veranstaltung, die Rennen 7 und 8, bevor es dann an den Nürburgring geht am 10. Mai. Eintragen, natürlich alle Daten, alle Infos, alles auf rcco.ag und auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Ja, was kann ich noch sagen? Das war's von uns erstmal. Veranstaltung der RCCO E-Sport Serie. Schön, dass ihr dabei gewesen seid hier bei Facebook. Ich hoffe, auch beim nächsten Mal wieder. 8. März, dicken Knoten in den Kalender machen und ich sag bis dahin tschüss und danke, dass ihr dabei gewesen seid.